Okay, weiter geht's. Das ist das Büro. Falls du in der Nähe. Ja. Nimm dir einen anderen Weg. Oh, ja. Schön. Aber ich will mal erstmal kurz erstmal alles untersuchen. Ich wette, hier ist irgendwas. Nein. Wach bleiben. Hier muss irgendwas sein. Okay, dann hier. Dann ist hier nichts. Dann gehe ich einfach diesen Test machen. Vielleicht dahinter. Okay, hier ist nichts. Ich glaube nicht, dass es einfach wird. Nur weil es sich um einen Test handelt. Testsimulation. Ach, das wird jetzt so lange weit. Ja. Also das wird jetzt. Jetzt kommen jetzt mehrere Tests. Als erstes werden wir dir helfen, dich an die Simulation zu gewöhnen. Okay, das hört sich ja gut an. Lass uns ins Labor gehen. Das ist also das Labor? Genau, schließe diese Maschine an deinen Körper an und entspann dich. Kein Problem, fertig. Dann kann es losgehen. Ich starte jetzt die Simulation. Ich werde in der Zwischenzeit an den Dark einige Prüfungen vornehmen. Ich bin wieder zurück, wenn die Simulation durch ist. Ich bin schon gespannt auf die Ergebnisse. Okay. Um was geht es überhaupt in dieser Simulation? Hä, hat die Simulation angefangen? Irgendwie drifte ich in eine andere Sphäre ab. Ich finde den Kleinen putzig, aber er hat uns das Leben zeitweise ganz schön schwer gemacht. Keiner wird was sagen, wenn ich ihm ein kleines bisschen heimzahle. Ich weiß zwar nicht genau, wie man diese Maschine bedient, aber... Ach, ich drücke einfach auf irgendwelche Knöpfe und guck mal, was passiert, dumme Schlampe. Dummy Beach. Was geht? Wo bin ich? What the fuck? Hey? Käfer, tausende von Käfern, rette mich! Lad mich, lauf, ich kümmere mich um die Käfer. Ich kann nicht, ich kann mich von Angst nicht bewegen. Hä? Diese Käfer werden mich töten. Nein! Ich darf nicht zulassen, dass die Käfer L zu nahe kommen. Okay, bin schon da. Achso, das ist die Aufgabe. Oh, 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 oh. Was jetzt? Was jetzt? Was jetzt? Was jetzt? Fahrzeuge. Leckeier. Das war leicht. Guck, sie sind alle weg. Kannst du stehen? Ja, danke. Ich hatte so eine Angst. Jetzt bist du in Sicherheit. Komm, wir kehren zum Asmodee zurück. Oh. Tolle Simulation. Ich kann nicht glauben, dass die 300 Jahre alt ist und immer noch Angst vor Insekten hat. Das ist das Einzige, wo sie sich wie ein Mädchen anfühlt. Aufführt. So viel muss man hier so lassen. Und was jetzt? Nach dem Kampf mit den Käfern mief ich ganz schön. Ich springe besser unter die Dusche. Och, jetzt kommt die Szene wieder. Retterspanne. Tut mir leid, ich wusste nicht, dass du hier drin bist. Oh. Oh. Ich hasse dich, verzieh dich, Red. So einen Tritt in die Fresse geben. Ah, das war sehr schön zu sehen. Das war's, wir sind für heute fertig. Du hattest anscheinend heftige Albträume. Oh, es war nur ein Traum. Was war das überhaupt? Die Simulation wird aus deinen unterbewussten Erinnerungen und Gefühlen erschaffen. Die Welt entsteht aus deinem eigenen Geist. Niemand kann vorher sagen, was passieren wird. Ich verstehe, dann ist die Simulation also wirklich wie eine Traumwelt. Wow, sie verpasst einem ordentliche Kopfschmerzen. Ich bin mir sicher, dass ich nicht so extreme Parameter angestellt habe. Dreckige Schlampe. Die Ergebnisse sind zurück. Das war gar nicht so schlecht für dein erstes Mal. Und was heißt das?
dass wir die Simulation fortführen. Das nächste Mal probiere ich etwas anderes aus. Okay. Es kommen jetzt mehrere Simulationen. Ich rede mal extra mit den Leuten. Ah, ja, komm. Ich habe nicht so die Lust irgendwie auf die. Bonne chance. Ja. Gegen die Beine. Dass du nochmal gegen die Beine kannst, solange die Erinnerungen noch frisch sind. Vielleicht kannst du ihnen einen Minikeim zahlen. Es ist einfacher, sich an Dinge zu erinnern, die noch nicht lange zurückliegen. Da lasse ich dich als erstes nochmal gegen die beiden Hybriden kämpfen. Du meinst Ernährung blank? Genau, macht dir das Angst? Oh Quatsch. Gut, dann lass uns anfangen. Diese Stelle habe ich nicht so gemocht. Diese ganzen Testsimulationen. Entspann dich, so ist gut. Ganz ruhig, jetzt stelle ich die beiden vor. Nackt und willenlos. Okay, ich versuch's. Du versuchst und du hast es geschafft. Das ist doch. Komm schon, mach einfach alles kaputt. Wie wertlos alles ist, diese Stadt und all ihre Bewohner. Ey, das haben sie nie gesagt. Sie stimmen. Ha, platt machen, alles platt machen. Hey, ihr da. Was ist da? Was? Wie könnt ihr es wagen, die Stadt zu zerstören? Wer bist du denn? Suchst du Streit oder was? Oder möchtest du uns helfen, die Stadt kurz und klein zu schlagen? Spinnt ihr? Genau, du bist nämlich einer von uns. Nein, ich bin... Was bin ich? Ein Monster, das bist du. Ich bin kein Monster. You are a Monster. Ach, das ist so easy. Na, wie war das? Schade, ich hatte gehofft, du wärst nicht so langweilig und würdest mir Spaß machen. Was? Haben euch meine Angriffe nicht geschadet? Gar nicht? Mir ist langweilig, ich habe keine Lust mehr. Tschüss. Hehe. Haha. Übertreib. Ahaha. Das war's. Wir sind fertig. Geht's dir gut? Das war der Horror schlechthin. Okay. Wir haben die Ergebnisse. Du kamst nicht so dicht ans Ziel heran, wie ich dachte. Dann sind also Kopfschmerzen und Übelkeit mein einziger Lohn? Nein, nein. Die Daten werden sehr nützlich sein. Sprich mir wieder an, wenn du dafür das nächste Experiment bereit bist. Diese Testsimulation hasse ich am meisten. Ich bin bald auf Level 11. Sehe ich da gerade so. Und du? Ach komm, ich habe keinen Bock mehr. Ich mache einfach das jetzt. Ich versuche Stress auf dich aufzubauen. Auszuüben, indem du dich etwas stellen musst, was du denn Angst hast. Das könnte hart für dich werden. Mach dich bereit. Dieses Mal musst du wieder gegen jemanden kämpfen, richtig? Wahrscheinlich. Pass gut auf. Oder du könntest ernsthaft verletzt werden. Hey, keine Sorge. Noch 5 Minuten.
Ich warne dich schon mal vor. Entspann dich und hör mir zu. Und hör nur zu, okay? Diesmal wirst du wahrscheinlich das sehen, wovor du dich im Unterbus am meisten fürchtest. Entschuldigung. Viel Glück. Wo bin ich? Merdale? Wie sieht das aus? Hier sieht das aus, als ob meine Bombe eingeschlagen hätte. Du, verflucht seist du. Wer ich? Wer sonst? Das ist alles deine Schuld. Moment mal, warum redest du überhaupt? Dieses Mal kannst du nicht dich da rauswinden. Ich kriege dich. Hä, was habe ich jetzt gemacht? Oh! Wartet. Okay, es geht weiter. Ach ja. Okay, das ist ein bisschen behindert gemacht worden. Ich habe keinen Dark, aber trotzdem kann ich jetzt ihn modifizieren. Oh, ich habe hier eins noch. Ist schon ein bisschen behindert, aber egal. Boah, verflucht seist du. Was ist hier eigentlich los? Entschuldigung, ich gehe erstmal weiter. Dieses Spezialvideo, was ich heute machen will, das werde ich 100 pro machen. Dazu muss ich ein Statement geben, 100 pro. Und ich will auch eure Meinung dazu wissen, was ihr dazu haltet. Noch ein Kurversoldat? Nein? Da bist du ja. Hey, Susette. Das hätte ich niemals von dir gedacht. Du Monster. Was? Fangt ihr jetzt auch noch damit an? Was hab ich denn euch getan? Denk mal scharf nach. Halt die Klappe und kämpfe. Sie wollen mir nicht zuhören. Anscheinend nicht. Es ist sehr gut, dass mein Angriff auf 16 ist. Boah, Susette, lauf weg! Lauf! Das werde ich dir niemals verzeihen! Das hinterlässt einen bitteren Nachgeschmack. Das geht dir nur vor. Mir bleibt wohl nichts anderes übrig, als weiterzugehen. Anscheinend schon. Oh, lecker Mio. Vielleicht komme ich noch auf Level 11, wenn ich noch weitergehe. Ist auch noch Beluga oder was? Wer ist da? Red? Beluga? Du widerst mich an. Hä? Fang du nicht auch noch damit an? Genug geredet. Ich vernichte dich hier und jetzt und bevor du noch niemanden verletzen kannst. Was ist denn jetzt nur in euch gefahren? Was geht dir eigentlich denn ab? Deine letzte Stunde hat geschlagen. Bossfight? Ich hab das doch gepackt, hallo? Hier, friss. Hä? What the fuck? Was, er hat sich komplett wiederhergestellt? Keine Chance, ich werde niemals gegen dich verlieren. Warum nicht? Was soll ich denn jetzt überhaupt noch machen? Als ob das nicht... was gemacht hätte. Als ob du das nicht wüsstest. Ich hab keine Ahnung. Du hältst also an deinen Lügen fest? Dann lass du mir keine andere Wahl. Ach, du sturer Esel. Hier, friss. Friss. Nicht doch mit deiner Wiederherstellungskacke. Er hat sich erneut wieder völlig wiederhergestellt. Er ist wirklich ziemlich hartnäckig. Und wir sehen uns im nächsten Part.